So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt noch mal das Fenster wieder zugemacht, weil die Sonne ist immer so ein bisschen hinter Wolken versteckt. Ich könnte jetzt sogar die Kiste wegnehmen. Ja. Aber doch, noch ein bisschen zu hell für die Kamera. Ich meine, gibt es hier nicht einen Weißabgleich bei OBS? Kann ich hier nicht Weißabgleich einstellen bei der Kamera? Nee, ist mir zu blöd. Ich lasse einfach die Kiste drauf. Ja, es ist genau richtig. Vor allen Dingen dadurch, dass die Wolke immer, dass ich immer Wolken vor der Sonne so, dadurch, dass sich die Wolken immer vor die Sonne schieben, so rum, ist es auch ganz schön kühl geworden, ne? Von daher. Und wir haben jetzt keine störenden Geräusche mehr von außen. So, wir wollen das da. Ja, komm. So, Level 6, Alter. Woo! Ja, Mann. Bitch, get on my level. Siehst du, wir können jetzt gucken. Jetzt können wir ja, jetzt haben wir ja, was wollen jetzt? Jetzt konnten wir ja etwas stärkeren Motor uns kaufen. Ne? Wo war das jetzt, LKW-Händler? Was haben wir eigentlich alles für Firmen? Wir kennen nur diesen einen einzigen Laden. So viel, wie wir schon rumgefahren sind. Wir waren doch schon in Milliarden von Städten. Wieso kennen wir noch keinen einzigen Laden? Ich meine, hey, wir können immerhin Volvo, ist sowieso das Einzige, wo ich einen LKW kaufen würde. Aber wenn ich jetzt doch einen MAN oder einen Scania kaufen wollen würde, wie kann ich denn hier die Läden freischalten? Dein Guthaben, Besucher ausgewählten Händler. Möchtest du nach Verona fahren? Nee, ich will andere Händler. Ich will. Hä? Bei der Maus? Ach so, für die Ortschaft. Ja, okay. Ich verstehe gerade nicht, wie ich hier die anderen Händler angezeigt bekomme. Wie war denn das bei German Truck Simulator? Eben bei German Truck Simulator habe ich immer E-Mails bekommen. Oder kommen die noch? E-Mails. Ja, Spezialtransporte, selbstständige Fahrer gesucht, nötigen Geld. Ah, doch, hier genau, hier doch. Okay, hat man. Genau. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Volvo bieten wir eine große. Okay. Das heißt, es ist genauso wie bei German Truck Simulator. Wir müssen also warten, bis wir E-Mails bekommen mit den Händlern. Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn wir jetzt hier die Volvo-LKWs sehen können. Warum sehen wir denn gerade mal einen einzigen Händler von Volvo? Weil das ist hier alles, was wir sehen. Kann doch nicht sein, dass Volvo nur eine einzige Zentrale hat, oder? Vor allem, wir sind hier unten irgendwo. Da wäre ja ganz schön weit ein Weg, weil wir müssen hier mit dem Schiff lang fahren und dann hier oben hinfahren. Ist natürlich. Möchtest du wirklich nach Verona fahren und den Volvo-Händler aufsuchen? Können wir jetzt einfach hinfahren? Ja, können wir. Okay. Ist natürlich auch praktisch. Volvo! 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 Sieht by the way ganz schick aus. Ach, guck mal, da hinten sieht man sogar die Werkstatt. Nice so. Ja, die haben nur einen einzigen LKW, wie man sieht. So, hier unten kann man. Okay, genau. Ach, die kann man erst mal Level 8 kaufen. Sehr schade. Ist auch ein Classic. Classic wollen wir eh nicht. Wir wollen ja den normalen Namen. So, Ausführung ändern. Gucken wir mal rein. Hier haben wir aber genau das gleiche Menü. Schade. So, Motor. Ja, jetzt kann man zumindest. Jetzt haben wir zumindest schon mal 500 PS. Ist immer noch weit entfernt von 750 PS, aber könnte man jetzt zumindest schon mal sagen, okay, da könnte man mit liebäugeln. Was für ein Getriebe haben wir denn? 12-Gang mit Vitara. Okay. Wollen wir uns einfach mal einen LKW kaufen? Einfach so YOLO? Ja, komm. Ganz ehrlich, machen wir. So, der kostet 110, 114. Das heißt, wir haben. Möchtest du den LKW wirklich verlassen? Ja. Bank.
So, wir haben 500, was war das? 506.000 Euro. Wollen wir uns einfach einen 1.000 Euro Kredit nehmen? Hier so ein 10.000, 100.000 Euro meine ich doch. Ich habe ja gespeichert, ne? Das heißt, ich mache einfach mal ja. Wow. So, Kredit 100.000, zur Rückzahlung bleibender. Hä? Sicher, dass du jetzt 100.000 für die Rückzahlung? Was? Wir müssen gerade mal 100.000 bezahlen? Lol. Also im Echten ist es ja so, dass der Kredit immer mehr kostet als du das, was du vermittelst. Also angenommen, ich bekomme jetzt hier einen Kredit für 100.000 Euro. Habe ich jetzt 100.000 Euro? Ja, genau, 100, genau. Also angenommen, ich habe jetzt 100.000 Euro dazu bekommen. Dann wäre der Kredit selber, sagen wir mal, 120.000 Euro wert. Das heißt, wenn ich den Kredit mit einmal zurückzahlen würde, müsste ich mehr zahlen, als ich bekommen habe. Weil die Bank will ja auch, ne, Para-Para machen. Ist sie aber gar nicht. Lol. Cool. Das heißt, wir können jetzt erstmal so viele Kredite nehmen, wie wir wollen. Wie viel können wir? Ah, so. Hey, jetzt haben wir ganz viel Kohle. Jetzt kaufen wir uns in aller Runde LKW. Oh, nee, ich bin schon hier bei der Bank. Da, LKW-Händler. Und was wir dann nicht brauchen, können wir einfach wieder zurückgeben. Das ist natürlich sehr praktisch. So, Ausführung ändern. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn da? Okay, Gehäuse können wir uns noch keine anderen kaufen. Fahrwerk können wir uns auch keine anderen kaufen. Motor nehmen wir natürlich 500 PS, damit wir auch Schwerlasttransporte machen können. Natürlich mit den Vitara. Macht Sinn. Das ist normal. Das ist normal. Okay. Ist ja gut jetzt. Farbe. Ach ja, hier waren ja diese zigtausend. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Jetzt ist die Qual der Wahl. Was nehmen wir von den ganzen Dingern? Springt mir hier irgendwas ins Auge? Das zum Beispiel? Passt aber nicht zu dem LKW. Das sieht, oh, sieht komisch aus mit dem LKW. Nee, schade. Jawohl, ja. Nice. Ja. Sieht sogar noch besser aus mit dem Metallic, ne? Aber natürlich nein. Das sieht auch geil aus. Andererseits, ne, ich persönlich bin ja eher einer. Ne, sieht man ja auch schon an meinen T-Shirts. Ich bin einer, der mag es lieber neutral. Also ohne Logo, ohne alles. Aber für so ein LKW, fürs Let's Play zumindest, können wir das hier nehmen. Ey, kannst du die Farbe ändern? Ach so, von dem restlichen Lack. Alles tief schwarz, tief wie die Nacht. Jawohl, ja. So sieht's doch geil aus. Wupp, wupp. Gut, jetzt sieht man natürlich schwarz von der schwarzen Flagge nicht mehr. Dumm gelaufen. Ja. Was gibt's denn hier noch so alles? Nochmal Deutschland. Man kann gar nicht deutsch genug sein. Hier, nochmal Deutschland. Doch, die Dinger sehen geil aus. Ui, ui, ui. Oh, ja, sowas schwebt mir schon eher vor.
Das sieht schon krass aus. Ach so, schade. Ich dachte, die hätten hier bei der Front so, dass hier so vorne so das Gesicht rausguckt und dann hier so die Hände, aber hier ist ja überall Hände und Gesicht. Schade. Siehst du, was wir mal gucken könnten? Wo sind die ganzen Länder? Hier sind die ganzen Länder. So. Länder, Länder. Ich suche gerade was ganz Spezielles. Was ganz Spezielles, was so im Zeichen der Zeit steht. Nani? Also ich kenne mich jetzt mit Flaggen und mit Ländern nicht so sehr aus, aber die Ukraine habe ich jetzt nicht gefunden. Gibt es hier keine Flagge von der Ukraine? Da willst du mal Solidarität zeigen und da gibt es ja nicht mal eine Flagge dafür. Gut, dann mache ich halt Solidarität mit Russland. Wo ist denn Russland? Was war denn Russland überhaupt nochmal? Weiß, Rot, noch irgendwas? Was war denn Russland? Egal. Ach, oh, ja, okay, hier oben gibt es noch mehr Flaggen. Aha. Ja, aber auch kein Belgien. Na gut, gucken wir mal nach normalen Farben. Wie sieht denn das hier aus? Da sieht classic aus. Ich sehe, wie teuer sind die anderen überhaupt? Oh, 16.000, 17.000. Eieiei. Die kosten ja auch schon ganz schön was, ne? So, nee, Flaggen wollen wir keine haben. Das sieht schon eher nach normalen Sachen aus. Ui. Nee. Ja, okay, komm, wir nehmen erstmal ganz normales hier. So schwarz, so pump. Vielleicht können wir uns da später nochmal auf irgendwas einigen, aber jetzt erstmal wahrscheinlich bei Schwarz. Beziehungsweise, wenn wir dann auch noch einen eigenen Anhänger haben, einen eigenen Auflieger, dann können wir gucken, ob wir die aufeinander abpassen können, ne? Jetzt erstmal, solange wie wir noch keine eigenen Auflieger haben, lasse ich den erstmal schwarz. So, was kann man hier alles machen? Ja. Bleib bei denen. Die sehen am geilsten aus. Ah. Oh. Schnieke. Volvo. Nee. Oh. Oh, das sieht natürlich geil aus. Das kann man machen. Ja, dann nehmen wir doch das. Okay, das. Okay. Dachte schon, die werden jetzt hier auch so weiß. Das wäre natürlich Katastrophe gewesen. Aber wenn die sich an die Lackfarbe anpassen, dann geht's ja. Okay, aber das sieht mir zu amerikanisch aus. Das könnte man überlegen, ob man das möchte. Wobei ich das auch zu abgerundet finde. Das sieht nicht geil aus. Das sieht erst recht aus. Ja, mehr bei dem E-Truck würde sowas halt vom Design her passen, ne? Nehmen wir einfach das Ding hier. Gibt es denn dazu auch passende Frontbeleuchtungen? Nö. Sehr schade. Ja, ich weiß nicht. Nö, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal. So, was ist denn das hier? Das ist. Ach so, so Blenden. Ah. Oui. Brauchen wir aber auch Seitenteile für. Ja, oh, ja, das sieht schon sehr schnittig aus. Kostet aber auch 20.000, Alter. Eieieiei. Eieieiei. Das ist schon eine Hausnummer, Larikido. Wer kostet das? Auch 10.000. Alte Scheiße. Boah. Okay, das passt zumindest mit den Beleuchtungen zu das Ding. Zu dem Ding, ne? Der hat so die gleichen eckigen Lampen. Das würde also zumindest so vom Gesamtbild her stimmig wirken. Auch wenn die hier oben gar schon abgeschnitten aussehen. Kann man das noch ändern? Ne, scheinbar nicht.
So, da haben wir Intake. Da haben wir Logo. Ich sehe gar keine. Okay. Ja, lol. Nee, so verzierte brauchen wir nicht. Der LKW sieht so schon schön aus. Okay, hier Griffe könnte man gucken. Griffe. Das sieht zu heftig aus. Das. Nee. Obwohl, doch, das könnte man nehmen. Okay, doch. Ah. Ah. Ja, bleiben wir bei dem. Reifen, wichtiges Thema. Oha. D für Tank. Ach so, also quasi wie viel Verschleiß die Dinger auf der Straße haben, also halt Spritverbrauch, Wetterfestigkeit und Lärmpegel, den sie erzeugen. Gut, dann gucken wir mal. Ich schätze mal, A ist beste. Hier gibt es ein A. Hier gibt es auch noch ein A. Ansonsten gibt es nur schlechter als A, logischerweise. Gut, gucken wir mal bei den bei A's. Da haben die beide B und die beide 70. Das heißt, die beiden Reifen sind genau gleich. Von den technischen Eigenschaften. Gucken wir mal möglicherweise. Ja, nice. Ich meine, gut, jetzt bei der jetzigen Lackierung, ne, lassen wir einfach auf schwarz. Oder auf weiß. Ja, nee, schwarz sieht sogar besser aus. Aber können wir dann später, wenn wir dann mit der Lackierung arbeiten, können wir dann auch noch die Dinger hier ein bisschen gucken, ob wir die einfärben können. Jetzt erstmal lassen wir die so. Die Frage ist, welche sehen besser aus? Die oder die? Wie sieht denn das Profil aus? Also vom Profil her sehen die schöner aus. Gut, dann nehmen wir auch die. Gucken, ob wir hinten gleiche bekommen. Wie heißen die? 38555 Michelin X-Line. Da? Ja. 385, 385, 3... Boah, gibt's gar nicht. Gut, gucken wir mal hier. E. Boah, Alter, E. Ja, natürlich, die Standardreifen haben natürlich das Schlechteste. Danke dafür. Gibt's hier was mit... Oh, hier gibt's gar kein A. Doch, hier gibt's A. Ah, das sind sogar die gleichen. Nice. Ja, ja, sind doch die einzigen mit A. Ja, cool. Das ist doch ganz geil, dass wir die genommen haben. Was bist du denn? Ah. Nee. Oh, können wir noch Beleuchtung ranmachen? Partybus. Alter, wir können hier so viel machen, Alter. Ich hab Angst. Eieiei. Ich hab die Zente Angst. Ja, doch, ich hab echt die Zente Angst. Naja, wir haben ja 5.000 Euro, ne? 500.000. Reifen. Felgen meine ich doch. Die sehen aber alle komisch aus. Ja gut, einfach mal so Oldtimer. Nö, hier würde ich fast mit den Standarddingern bleiben, ne? Standard sieht schon geil aus, die kann man lackieren. Okay. Perfekt, just perfect. Nee. Nee. Ja, das würde natürlich, also, ne, ich meine, gibt es denn auch passende Vorderreifen? Ich meine, das wäre natürlich optisch schon extrem cool, aber die kosten halt doch 8.000 und hier hinten auch nochmal 8.000, ne? Oh, die hier hinten sogar 10.000. Eieieiei. Wir kriegen den Kredit nie abbezahlt. Wir fahren uns direkt in die Insolvenz. Buttern können wir auch noch machen. Voll die Emo-Dinger. Warte mal kurz, wir können auch laufen. Alter Scheiß, die waren dann.
Wumm. Alter Scheiß, die Mann. Heieiei. Ja, gut, das ist natürlich, oh. Ah, cool. Ja, das haben ja auch echte LKWs, ne? Das erkennt man, also die Dinger funktionieren so, dass man diese beiden Zeiger hat, die aufeinander zeigen. Und jetzt ist es ja so, wenn sich die Schrauben während der Fahrt lösen, dann haben ja alle Schrauben das gleiche Gewinde. Das heißt, wenn sich die Schrauben lösen, haben sie entweder, je nachdem, ob du halt Linksgewinde oder Rechtsgewinde hast, drehen sich alle Schrauben nach links. Also, wenn sie sich drehen, dann nach links oder nach rechts. Und das hast du aber, wenn du zwei Pfeiler hast, die gegeneinander zeigen und sich beide nach links drehen, ne, dann, also du musst nach oben gucken, wenn sie sich nach links drehen, dann würden die mitten auseinander gehen, ne? Dann hast du dieses Auseinanderscheren. Und das kannst du halt bei diesen Dingern relativ gut erkennen, weil du die halt so festziehst, wenn es geht, dass die Dinger genau aufeinander zeigen. Ich meine, du kannst ja auch immer nach einem 16, nach Sechstel Ding, ne, ist ja Sechser Mutter. Das heißt, du kannst die nach 6 Stufen aufsetzen und dann drehst du die Trommel immer so fest, dass die auch genau aufeinander zeigen. Und wenn die dann irgendwann nicht mehr aufeinander zeigen, weißt du, aha, da hat sich irgendwas gelöst. Da solltest du also mal nachziehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du so lange nicht guckst, dass eine Schraube eine gesamte Drehung gemacht hat. Das siehst du natürlich nicht mehr. Aber dann ist dein Rad sowieso schon fast ab. Dann klappert schon der gesamte LKW. Dann hörst du das einfach. Ja. Nö, aber können wir machen. Die sehen doch geil aus. Gibt's doch für vorne? Da. Nee, hier vorne gibt's den. Oh, okay. Man muss nach oben scrollen. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Muttern. Die Radnarben. Die lassen wir aber. Da können wir höchstens hier noch eine Abdeckung drauf klatschen. Genau. Volvo. Sieht aber hässlich aus. Alter, was ist das denn hier für Designs? Oh. Superteil, Radwerfer ist nicht mit Radmuttern. Achso. Möchten Sie entfernen? Nein. Achso, weil hier Radmuttern mit dabei sind. Okay. Ja, nee. Ich glaube, da bleiben wir bei den normalen Dingern. Was waren die normalen? Die hier, ne? Oder gab es da gar keine? Ah, genau, das ist das normal. Genau. Ja, da bleiben wir auch. Das brauchen wir definitiv nicht. Wie gehen wir hier wieder raus? So. Orbit-Kamera. Okay. So, gucken wir mal hier vorne und da oben. Also hier gibt's. Alter, wir können so viele Sachen machen. Oh, okay, wir können doch nicht so viele Sachen machen. Sehe ich gerade. Voll klein. Das sieht schon besser aus. Das sieht am geilsten aus. Oh, ja! Nice! Das muss sein. Das muss sein. Können wir endlich mal das Horn betätigen. Was bist du jetzt? Achso, du bist die Sonnenblende. Komme ich da... Ah. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das optisch so geil aussieht, wenn wir da so die nach vorne stehen haben. Was zur Hölle? Was haben die sich denn dabei gedacht? Hä? Achso, ist wahrscheinlich, wenn du so ein Ding aufsetzt, was ein bisschen weiter hinten ist, ne? Gibt's ja auch welche, die ein bisschen weiter hinten sind. Das hier zum Beispiel. Wobei, so weit hinten ist es auch nicht. Das würde überall scheiße aussehen. Ah, okay, guck mal, doch, da ist hinten auch welche. Und bei dem hier sieht es zum Beispiel ordentlich aus. Also einigermaßen ordentlich. Aber oh Gott, Alter. Mit der Anklicken hier, musst du immer aufpassen, wo du hinklickst. Genau, wir bleiben bei dem und da wäre das natürlich hässlich. Aber wir können so eine Lampen ran machen. Rund sieht hässlich aus. Das geht. Und mehr gibt es gar nicht. Ja, klatschen wir hier so ein paar Lampen ran. So, da so zwei. Und da so zwei. 870 Euro pro Stück. Alter, wo kauft ihr die Dinger? Bei Hornbach oder was? Ja. So, was gibt's denn noch so alles? Das sind Flaggen. Nee. Flaggen machen wir keine. Alter, du kannst hier an so vielen Sachen rumklicken. Du musst dir aufpassen, wo du hinklickst hier. Ist ja schlimm. So, Spiegel. Kunststoff, Lack mit LED. Ja, YOLO. Nee.
Nee. Oh, ah, okay, das ist geil. Oh. Oh. Leider kann ich keine kleinen Buchstaben machen, oder? Nee. Schade eigentlich. Ah. Jawohl, ja. So. Hier können wir auch noch ein Namensschild machen. Nee, das wäre zu offensichtlich. Das wäre zu offensichtlich. Kann man das auch mal irgendwie mal kurz wegmachen hier? Wenn wir sehen, wie es ohne den Punkten aussieht. Ha, so sieht es ohne Punkten aus. Ja, gut, durch die Scheibenwischer sieht man die Dinger natürlich überhaupt nicht. Danke dafür. Nee, nee. Das Ding machen wir mal wieder weg hier. Kann man das? Oder wir klatschen hier ein. Oh, der behält sich den Namen sogar. Nee, behält er nicht. Hä? Was? Einfach ein leeres Schild, danke dafür. Guck mal, hier hat er doch mit gut zu stehen. Ist der dumm? So. Einmal Hatsune, einmal Ronix. Achso, es ist jetzt die Frage, wie sieht das überhaupt von innen aus? Wie kann man in da. Okay, doch, so im Sichtfeld stören sie jetzt nicht. In der vielleicht ein bisschen. Aber der hier, der ist fast komplett verdeckt. Ja, doch, da können wir es doch machen. So. Babaram, da. Was gibt's denn hier noch? Hier ist ja auch wieder so solche Dinger. Ach, wir können den Innenraum von außen auch bearbeiten. Wow. Ach, denn war das Ding, was wir vorhin hatten, ne? Ja. Ja, genau, so war es vorhin. Da war vorhin das Ding angedingst hat. Den Innenraum. Wow. Ja, gut, das kann ja mal passieren. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Ah, kann sein, dass hier dann diese komischen Rundumleuchten später kommen. Von der Position her würde es zumindest Sinn machen. So, was hat der hier für zig Millionen Punkte, die wir hier machen können? Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Nee. Nee, 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 nee. Wir sind ja hier nicht bei, weiß ich, irgendwo in der Wüste. Oh. Beleuchtetes Schild. Auch Schnieke. Nee, Chromteile brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Achso, können wir die ganzen Farben. Oh! Oh! Strom? Ah, die Dinger blinken! Oh, cool, da haben wir ja doch quasi eine Art Rundumleuchte. Nice, so. Die kosten jetzt auch nur 120 und nicht 800 noch was. Geil. So, was haben wir hier? Hier. Oha. Oha. Alter. Aber 17.000 natürlich gleich, ne? Ist aber bei dem Ding auch schon verständlich. Ich meine, obwohl eigentlich nicht, ist ja bloß ein Stück Stahl. Also, vielleicht doch eher ganz schön teuer. Aber wir haben jetzt hier noch mehr Platz für Lampen. Alter. Ja, YOLO Partybus, ich sag's ja. Aber die kosten halt zu viel, ne? 870 pro Lampe. Das ist halt schon. Alter, wir haben schon 222.000 Euro. Heieieiei. So viel wollte ich vom Kredit gar nicht nehmen. Digga, wir werden so in die Insolvenz schlittern. Wir werden so in die Insolvenz schlittern. Das glaubt ihr gar nicht. Achso, ist auch wieder nur sowas hier? Nee. Nee. Was? Zubehörteil?
Ach so, weil ich diesen Stahlrahmen bereits habe. Okay. Ah, das ist natürlich süß. Hinten haben wir schwarz, denn hier war vorne ein bisschen auch schwarz. Ja. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen hier? Alter, wir haben schon so viel. Oh, guck mal, hier vorne kann man. Die haben wir auch noch. Ah. Ja, doch, den nehmen wir. So, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Ach du Scheiße. Boah, da ich will nicht mehr. Die Folge geht so schon so scheiße lang. 30 Minuten. Holy moly, Alter, was können wir ich drin? Hier drin haben wir auch wieder 10 Milliarden Punkte. Na gut, so viele nicht, zum Glück. Achso, okay, manche Sachen können wir hier drin auch nochmal einstellen, die wir außen einstellen können. Oh, ein Navigationsgerät. Die Frage ist, wir haben doch hier bereits eins. Okay, da können wir auch wieder das Außending machen. Was ist das denn? Windschutz. Windschutzscheiben-Set. Hä? Ach du Scheiße. Och nö. Haha, geil. Oh wei, oh wei, wir sind verloren. Wackeln die Dinge denn auch bei der Fahrt oder sind die jetzt einfach nur so statisch? Alter. Oh wei, oh wei. Komm, wir nehmen mal ein, so ein Ding nehmen wir mal. Das kriegst du ja. Hier kriegst du ja eine Krise. Boah, Alter, da kann. Alter! Was kannst du denn hier alles machen? Das ist einfach too much. Das ist einfach too much. So, hängen wir uns doch so ein Ding mitten in die Sicht. Bumm, einfach so was Großes, so mitten in die Sicht, damit wir einfach gar nichts mehr sehen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch ja nicht. Genau, das ist das Schild. Da haben wir den Spiegel. Oh, ey, geil! Oh, wir sind so am Arsch, wir sind so am Arsch, Alter, wir sind so am Arsch. Okay, wir haben zwei Stellplätze. Was ist das? Ach, noch zusätzliche Stellplätze. Na klaro. Na klaro, weil wir noch nicht genug Stellplätze haben. Ach du Scheiße. Okay, was ist im Fahrhaus das Wichtigste? Auf jeden Fall Handy. Na, wir brauchen. Ein LKW-Fahrer braucht Ablenkung. Wichtig. So, dann wollen wir ja als LKW-Fahrer nicht mal Pause machen können. Wir kommen ja zu nix. Deswegen ein Sandwich, wo ein Haps fehlt. Ja, mehr haben wir nicht geschafft. Das ist so ein Apple-Produkt, wo so ein bisschen fehlt. So, was kann man noch machen? Oh, Alter. Oh, ist das geil! Oh, ist das süß! Oh, so richtig 3D-Modelle. Oh, ich will sterben. Jetzt gibt es einfach zu viel. Wir haben nur 5 Stellplätze. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Volvo, natürlich Volvo. Wir haben ja ein Volvo. Das kannst du nicht machen. Boah, ist das geil, Alter. Lederportemonnaie können wir auch noch benutzen. Scania darf. Na gut, das Logo sieht man ja eh nicht so sehr. Ne? Aber so von Optik her sieht Schwarze schon am besten aus. Und natürlich eine Tasse. Wisst ihr was? Wir packen das Portemonnaie mal dahin. Da so. Und hier packen wir eine Kaffeetasse hin. Ja, FH16 hier. Bumm. Nice. Oh, Alter. Oh, ist das geil. Wir sind so am Arsch. Klimaanlage Deko. Ui, das ist süß. Okay, das ist modern. Oh, Alter, sogar richtig mit Spiegelungseffekt. Also, ich muss schon sagen, ja, grafisch
haut mich das Spiel einfach sowas von den Socken. Wir werden uns so hart in die Insolvenz fahren. YOLO. Einfach nur YOLO. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Achso, für die Jugendsprache nicht kennen. YOLO heißt You Only Live Once. Also du lebst nur einmal. Auf Deutsch. Sprich also mit anderen Worten, nach mir die Sintflut. So ungefähr. Das heißt, ne? Alter. Alter, wie krass. Oh mein Gott, ey, wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Oh, Alter. Instant-Nudeln. Ach komm, wir nehmen mal das Ding hier, das ist am universellsten einsetzbar. Eine Kühlbox kann man immer, da kann man alles reinpacken. Kommen wir uns bei. Ach schade, ich dachte, wir können schon so einen Beifahrer hinsetzen. Das Ding geht in den Stuhl rein. Nee, das ist natürlich nicht so geil. Da, seht ihr, da geht das Ding in den Stuhl rein. Da hat das Clipping nicht so ganz gut funktioniert. Eurotruck, na klar. Eine schöne Lunchbox, die brauchen wir nicht, haben wir hier bereits. Was gibt's noch so? Ein paar Handschuhe. Tablet. Ja, YOLO. Ja, genauso wie bei mir. Laptop steht immer parat. Alter. Ui. Süß. Ja, das passt sogar von Optik her ganz gut rein. Ja, komm. Magazin, Spiele, Fehler. Was ist das denn? Oh, wie geil. Nee, brauchen wir nicht. Okay, haben wir auch wieder diverse Taschen, eine Jacke. Ah, und Laptop und Tablet. Und mehr gibt's nicht. Weißt du was, dann lassen wir, packen wir hier den Laptop hin und hier packen wir mal was anderes hin. Tablet oder lassen wir es einfach frei. Ich glaube, wir lassen das Ding einfach frei. Passt tatsächlich am ehesten. Ja doch, lassen wir einfach frei, ne? Karte. Ja, vielleicht eine Karte? Dann würde ich aber wahrscheinlich doch eher. Gibt's hier eine Karte? Dann würde ich die Karte eher hier hinpacken. Nee, gibt's keine Karte. Schade. Oder einfach ein Tablet. Ja, doch, wir machen ein Tablet. Elektronische Geräte sind am vielseitigsten einsetzbar. Alter, dieser LKW ist so overpowered. Was gibt's denn hier noch? Achso, schon wieder Flaggen? Nee, Flaggen will ich keine. Ach, hier übrigens auch noch Punkte. Oh Mann. Oh Mann, 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 oh Mann. So eine 2D-Kärtchen. Nee, das brauche ich nicht. Weg damit. Oh. 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 Ja. Läuft doch. Da haben wir die Sonnenschutzbrille, die brauchen wir nicht. Und hier haben wir auch wieder Flagge. Tja, dann glaube ich fast, wir sind soweit durch. Ist hier oben noch was? Nö. Ja, dann haben wir doch soweit alles. Alter, der Elke, guckt euch doch an. Man erkennt das Ganze sogar von außen. Oh, vor allem der kleine Elke, wie der ist so süß. Boah. 2, 3, 4. 250.000 Euro. Alter. Machen wir das? Ich meine, alleine dafür, dass das Ganze jetzt nicht umsonst war, müsste ich das eigentlich machen, ne? Ja, komm, hier, leck mich. Ist ein YouTube-Let's Play. Selbst wenn ich das jetzt privat nicht, was? Wohin dürfen wir einen Online-LKW liefern? Ach ja, wir haben eine Garage. Das sind wir. Danke für Ihren Einkauf. Wir werden Ihren neuen LKW umgehend zu Ihrer Garage in Bastia bringen. Überführen.
So, dann haben wir jetzt noch. Alter, guckt euch mal. Aber hier haben wir immer nur den alten LKW. Alter, das müssen wir direkt mal speichern. Speichern, speichern, speichern. Den haben wir vorhin genommen, dann nehmen wir jetzt mal den hier. Ja. So. Achso, siehst du, wir können euch jetzt die restlichen Kredite zurückgeben. Oh, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Wie viel haben wir jetzt noch? 22.000. Oh, passt doch. So, wie viel müssen wir denn jetzt eigentlich bezahlen? 5.000 pro Tag. Ach du Scheiße. Wir werden so insolvent werden. Wir werden so insolvent werden. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach ja, wir können ja jetzt auch auf immer fahren, ne? Oh mein Gott, wir werden so insolvent. Eieieiei. Eieieiei. Oh mein Gott. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Vor allem hier mit diesem Skydeck. Das sieht alles so gut aus. Das sieht alles so gut aus. Oh, Alter. Der LKW ist einfach so komplett OP. Digga. Das sieht aus wie diese amerikanischen LKWs von dieser Truckshow oder so. Das ist ja komplett OP. Das ist einfach komplett OP. Ja, ne? YOLO. Der LKW verkörpert das Wort perfekt. Einfach perfekt. Oh, Alter. Vor allen Dingen mit diesen ganzen weißen Akzenten. Mit diesen ganzen weißen Akzenten, die wir überall haben, passt das mit den Reifen auch wirklich extrem gut mit den weißen Reifen. Das sieht alles so stimmig aus, vor allen Dingen. Eigentlich haben wir den LKW einfach nur schwarz lackiert, weil das passt jetzt wirklich von Optik her, passt das mit dem satten Schwarz und diesen ganzen hellen Chrom und weißen Akzenten, passt das sowas von perfekt. Okay, ja, selbst wenn wir uns jetzt in die Insolvenz fahren. Ich speichere jetzt nochmal. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, ne? Willkommen in der Privatinsolvenz. Oh mein Gott, Alter. Ja, wir müssen jetzt also 50.000, 5.000 Euro pro Tag verdienen, mindestens. Allein um den Kredit loszuwerden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. In dem Sinne würde ich dann mal sagen, bis dann. Oh, wei, wei, wei.